Nach Brockstedt fragte Bundesinnenministerin Faeser, wie es denn sein könne, dass solch ein Täter noch hier im Land war. Ist das die richtige Reaktion der Politik? Man hätte fragen müssen, wie kann es sein, dass so jemand überhaupt nach Deutschland einreisen konnte? Wieso ist es nicht verhindert worden, dass solche Personen nach Deutschland einreisen? Und wenn sie nach Deutschland einreisen, wieso können diese Personen nicht subito nach Hause abgeschoben werden? Ja, wieso? Na, die Lösung ist ganz einfach, weil wir eine Politik haben, fing schon unter den Regierungen Merkel an und es wird heute fortgesetzt, die eine Politik der offenen Türen ist. Wir führen keine Zurückweisung an den Grenzen durch. Die Menschen werden dort bestenfalls registriert, aber auch wenn sie im Grunde genommen kein Recht haben, nach Deutschland einzureisen, wird ihnen die Einreise letztendlich gestattet. Und ich muss sagen, das entspricht nicht dem Sinn und Geist des Aufenthaltsrechts. Dort heißt es, das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Es dient nicht dazu, dass Hunderttausenden Ausländern die Möglichkeit gegeben wird, sich hier in Deutschland anzusiedeln. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ausländerrechts.